Ich habe mir dazu erstmal einen ganz normalen TTR-Rechner gebastelt. Hier oben kann man seinen aktuellen TTR-Wert eingeben. Hier die Änderungskonstante, die normalerweise 16 ist, es sei denn, man ist unter 21 Jahre oder unter 16 Jahre. Das kann man dann entsprechend anpassen. Hier kann man dann eben bis zu 11 Werte eingeben von Gegnern. In der letzten Spalte wählt man aus, ob man gegen den Gegner gewonnen oder verloren hat, und danach wird dann halt der neue TTR-Wert berechnet. Die Formel hier oben ist die offizielle Berechnungsformel, die kann man sich auch im Internet raussuchen. Und man trägt dann eben hier den TTR-Wert von dem Gegner ein. Hier wird dann die Gewinnwahrscheinlichkeit angezeigt. Und hier unten eben der neue TTR-Wert. Wenn ich gegen diesen Gegner hier also gewinne, kriege ich 7 Punkte. Bei einer Niederlage verliere ich 9. So weit, so gut. Jetzt kriege ich von meinen Mannschaftskollegen immer wieder die Frage, insbesondere auf Ranglisten, was passiert, wenn ich gegen einen starken Gegner gewinne und gegen einen schwachen verliere. Geben wir das einfach mal ein. Sagen wir, der starke Gegner hat 2000 Punkte. Klar, bei einem Sieg werde ich wahrscheinlich die volle Punktzahl kriegen, 16 Punkte, stimmt. Packen wir noch den schwachen Spieler dazu. Der bringt mir bei einem Sieg wahrscheinlich keinen Punkt mehr. Insgesamt gewinne ich bei diesen zwei Siegen also 16 Punkte. Wenn ich beide Spiele verliere, werde ich 16 Punkte verlieren. Was passiert jetzt aber, wenn ich ein Spiel gewinne? Sagen wir, gegen den Starken und gegen den Schwachen verliere. Und weiter, was passiert, wenn das Ganze umgedreht stattfindet, ich gegen den starken Spieler verliere, dafür gegen den Schwachen gewinne. Man sieht, das macht gar keinen Unterschied. Denn wenn ich gegen den schwachen Gegner gewinne, kriege ich 0 Punkte. Und wenn ich gegen den Starken verliere, verliere ich ebenfalls 0 Punkte, was in der Summe 0 macht. Im umgedrehten Fall hole ich mir gegen den starken Spieler 16 Pluspunkte, verliere aber gleichzeitig diese 16 Pluspunkte wieder, weil ich eben gegen den Schwachen verliere. Und deshalb ist es bei einer Rangliste oder beim Punktspiel, wo man zwei Spieler hat, völlig irrelevant, gegen wen man gewinnt. Es kommt nur auf die Anzahl der Siege an. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal alles ausfüllen mit irgendwelchen zufälligen Zahlen, machen wir das mal schnell. Man kann sich ja auf einer Rangliste, weiß man ja meistens, welche TTR-Werte die Gegner haben. Kann die dann hier entsprechend eingeben im Vorfeld. Und kann dann gucken, wie viel Siege man braucht, damit man mit Pluspunkten aus der ganzen Sache rausgeht. So, dann fangen wir einfach mal an. Hier unten ist die Anzahl der Gesamtsiege. Es wären jetzt bei 11 Spielen, wären es jetzt 4. Es würde noch nicht reichen. 5 Siege reichen auch nicht. So, bei 6 Siegen würde bei dieser Konstellation mit diesen TTR-Werten mein Wert nach der Rangliste immer noch so sein wie vorher. Und es ist, wie gesagt, völlig egal, gegen wen ich diese 6 Siege hole. Also das heißt, wenn ich jetzt hier eine Niederlage eintrage und dafür gegen den Spieler hier gewinne, so, kommt wieder diese Plus-Minus-Null-Geschichte heraus.
So, das heißt, man kann sich vor der Rangliste die Werte hier festlegen, eintragen und kann, wenn man ein bisschen TTR verrückt ist und unbedingt mit Pluspunkten herausgehen will, kann man sich eben anschauen, wie viele Siege man braucht, damit man seinen TTR-Wert steigert. So viel dazu.